Anfang der Woche haben Daniel Hunger und Marco Papart vom Stadtbauhof wieder damit begonnen, große Säcke zum Laubsammeln, sogenannte Big Bags, auszufahren. 2016 hatte der Stadtbauhof getestet, Anwohner von Straßen auf diese Weise zum Laubsammeln zu animieren. Die Aktion war ein großer Erfolg und wird seitdem regelmäßig gestartet. Circa 100 dieser Big Bags hängen jetzt an den Sammelpunkten in etwa 20 Straßen. Die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr und eventuell muss künftig aufgestockt werden. Daniel Hunger und Marco Papart kümmern sich regelmäßig um die gefüllten Säcke. Ja, wenn die gefüllt werden, kommen wir einmal die Woche zu den besagten Sammelplätzen, wo die Big Bags aufgestellt wurden. Dann werden die im Prinzip mit dem Kran angehoben, auf dem Anhänger verladen und dann fahren wir zu unserer Außenlage, wo das Laub dann entsorgt wird. Wo wird es entsorgt? Es ist bei uns im Strenzer Weg. Da haben wir so einen riesengroßen Sammelplatz, wo auch Sträucher, Bäume und all sowas, was wir auch aus dem Herbst schon liegen haben, da wird das alles mit verwertet, ja. Leider können manche Bürger die an den Sammelstellen hängenden Anschläge nicht lesen. Und so werfen sie auch Radios, Bierflaschen, Gartenabfälle, Papier oder Textilien in die Big Bags und bescheren den beiden Mitarbeitern viel zusätzliche Arbeit. Denn sie müssen die Fremdkörper wieder heraussammeln. Deshalb ihr Appell: Es gehört nur Laub in die großen Säcke. Circa 4 bis 6 Wochen verbleiben die Big Bags an den Sammelpunkten. Ist die Herbstzeit vorbei, wartet schon die nächste Aufgabe auf die Bauhofmitarbeiter. Dann müssen sie Straßen, Gehwege und Plätze von Eis und Schnee freihalten.